In La Rochelle im US-Bundesstaat New York ist am Dienstag ein Auto in eine Trump-Luxusresidenz gefahren. Der Mercedes kam in der Eingangshalle zum Stehen. Mindestens 3 Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ich habe ein Video gesehen, der Fahrer ist ziemlich entspannt ausgestiegen, als ob nichts passiert sei. Ich glaube, der Typ war betrunken. Er kam aus dieser Richtung, man kann noch die Reifenspuren auf dem Bordstein sehen und er ist direkt rein. Warum der Fahrer in den Trump Plaza raste, wird derzeit noch untersucht. Lokalen Medien zufolge deutet aber vieles darauf hin, dass es sich um einen Unfall handelt.